Wir sind Somina, Louis und Julian. Und heute sind wir bei German at Gun Podcast. Mit Hermann Dieler. Hermann Dieler, woher kommen Sie? Ich komme ursprünglich aus Tunesien, aber ich wohne seit 25 Jahren in Deutschland. Okay. Seit wie vielen Jahren sind Sie in den USA? Jetzt im Juli werden wir 2 Jahre hier in den USA. Ich fühle mich mehr Deutscher. Ich habe mehr Zeit in Deutschland verbracht als in Tunesien. Und auch wenn ich denke jetzt, denke ich Deutsch. Und zu Hause sprechen wir Deutsch. Von daher ist es mein Leben ist mehr in deutscher Seite. Welche Englischkenntnisse hatten Sie, als Sie hierher kamen? Gab es trotzdem Missverständnisse? Nein, überhaupt nicht. Wo ich hierher gekommen habe, ich konnte überhaupt kein Englisch. Aber ich hatte immer Hilfe von Verkäufer oder Leute, die ich hatte einmal gehabt in einem Supermarkt, wo ich Schwierigkeiten gehabt habe und die haben mir ein Mädchen, die Französisch spricht, weil ich Französisch spreche und sie haben mir geholfen. Gut, nie Probleme gehabt. Für alle Länder gibt es Stereotypen über Leute. Es gibt viele Stereotype über die Deutschen. Welche Stereotype haben Sie erlebt? Okay, über die Deutschen, die sind so streng. Wenn du 5 Minuten zu spät zur Arbeit kommst, die werden böse. Das hätte ich schon mal gehabt. Aber es ist gut, weil ich habe gelernt, auch Pünktlichkeit in Deutschland zu halten. Das war auch keine schlechte. Okay. Als Immigrant muss man sich auch an viele Sachen gewöhnen, wie zum Beispiel die Sprache, das Essen, die Sitten und so weiter. An woran mussten Sie sich am meisten gewöhnen und warum? Ich würde sagen, das Essen. Gewöhnen, weil das ist eine multikulturelle Gesellschaft, wo man Indisch essen, Japanisch, Chinesisch und da habe ich so. Ja. Finden Sie, dass Ihr Leben multikulturell ist und was macht es multikulturell? Mein Leben ist multikulturell, ja. Und die zweite Frage? Was macht es multikulturell? Ja, weil wir lieben als Familie, wir lieben Reisen und wenn wir in ein Land, hätten wir gerne auch die Leute kennenlernen und die Sitten und die Sprache und das ist, ja, wir waren fast überall auf die 5 Kontinente. Weil ich bin Tunesier, ich wohne über 25 Jahre in Deutschland, meine Frau ist Deutsche. Meine Familie von meiner Seite, die sind zur Hälfte Franzosen. Mein Schwiegervater wohnt in Argentinien. Ja, und das ist, und wir wohnen jetzt in den USA. Es ist multikulturell. Okay. Okay. Sorry. Let's. Ja, yep, I got it. Denken Sie, dass es besser ist, multikulturell zu sein? Auf jeden Fall. Man ist offen in seinem Geist, man lernt viel von anderen Kulturen. Ja, es auf jeden Fall es ist gut für mich. Sie haben hier in Kalifornien eine Familie. Ja. Sprechen Sie mit Ihren Kindern Deutsch oder? Ja, ich spreche Deutsch mit meiner Familie, ja. Und dann haben Sie viele deutsche Freunde oder? Ja. Dass ihre Kinder gut integriert. Ah, okay. Entschuldigung. Ist okay. Auf jeden Fall. Ich habe einen Sohn, der ist 14, der ist von ersten Monaten integriert. In der Schule, auch in Soccer. Ja. Okay. Würden Sie wieder nach Deutschland gehen, wenn Sie könnten? Und finden Sie das Leben hier in Amerika besser oder finden Sie es in Deutschland besser? Ich finde das Leben für mich jetzt persönlich hier besser.
Das Wetter ist schön, es ist sehr multikulturell. Es ist für mich besser. Und ob ich zurück nach Deutschland? Nein. Ich würde auch zurückgehen, aber mir ist lieber hier. Okay. Gut. Ja, dann danke für Ihre Zeit und dann sehen wir uns bald wieder. Gerne gemacht. Okay. I just got that. Okay, hallo, wir sind Sowina, Louis und Julian. Und heute sind wir bei Gun German. Oh, sorry. Okay, take it again. Hallo, wir sind Sowina, Louis und Julian. Ja, so lache ich. Okay. Ready? Ja. Hallo, wir sind Sowina.